Gerade bei umfangreichen Suchen kann es sinnvoll sein, die einzelnen Aspekte nach und nach in der Datenbank aufzubauen und erst am Ende die komplexe Suche durchzuführen. So kann jede einzelne Treffermenge auf Plausibilität geprüft werden. Die Treffermengen für die einzelnen Suchen werden in der Search History angezeigt. Bei einer Suche in PubMed sollten wir zum Beispiel eine Stichwortsuche im Titel und Abstract mit einer Suche in den Schlagworten, also Mesh-Begriffen, kombinieren. Zunächst führen wir die Suche der Stichworte durch und können sehen, wie viele Treffer die Datenbank liefert. Im Anschluss suchen wir nach den Mesh-Begriffen zu diesem Aspekt. Beide Suchen sollten wir dann mit OR kombinieren. Dafür können wir die Querybox nutzen. Jede durchgeführte Suche bekommt automatisch eine Nummer, die wir per Hand eingeben können und mit den Boolschen Operatoren verknüpfen. Dies wiederholen wir für die anderen Aspekte der Fragestellung, also jeweils Stichwortsuche und Mesh-Term-Suche. Im letzten Schritt kombinieren wir die Suchblöcke der einzelnen Aspekte mit AND. Die Kombination der Suchen kann auch per Mausklick über die drei Punkte geschehen. Ein Klick auf die Trefferzahl bringt uns zur Übersicht mit den Ergebnissen.